Herzlich willkommen zu dieser Online-Coffee-Lecture der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In diesem Lehrfilm stelle ich Ihnen alle wichtigen Fakten rund um das Thema E-Books in unserer Bibliothek vor. Unter E-Books werden monographische Werke in elektronischer Form verstanden. Das sind Werke, die elektronisch erscheinen oder auch Bücher, die nach dem Erscheinen digitalisiert wurden. Die PH-Bibliothek bietet Ihnen E-Books verschiedener Verlage an. In der Infobox des Videos finden Sie einen Link zu einer Übersicht der E-Book-Verlage und Plattformen. Der Springer Verlag und Content Select sind die meistgenutzten Plattformen in der Bibliothek. In unserem Bibliothekskatalog können Sie alle elektronischen Ressourcen zu einem Thema finden. Dazu wählen Sie den Medientyp Elektronische Ressource aus. Zugang zu den lizenzierten E-Books haben Sie auf Campusrechnern der Pädagogischen Hochschule automatisch. Im Katalog Plus können Sie eine Suche in zwei verschiedenen Tabs tätigen. Über den Tab Bücher und mehr finden Sie alle Medien, die die Bibliothek gekauft hat. Die E-Books, die Sie in diesem Reiter finden, wurden von uns lizenziert und sind deshalb online zugänglich. Im Tab Artikel und mehr finden Sie dagegen Ressourcen unabhängig von unserem Bibliotheksbestand. Aus diesem Grund ist der Zugriff zu den Volltexten nicht immer gewährleistet. Über den Reiter Bücher und mehr können Sie eine einfache Suche oder eine erweiterte Suche durchführen. Ich zeige Ihnen jetzt ein Beispiel. Ich möchte zum Thema Fake News recherchieren und gebe die Begriffe Fake und News in die einfache Suche ein. Ich finde weit über 100 Treffer. Auf der rechten Seite des Kataloges befindet sich die Filterfunktion. Mit dieser kann ich die Suche nun eingrenzen. Um E-Books zu finden, kann ich Online-Ressourcen auswählen. So erhalte ich eine Liste der elektronischen Medien, die die Bibliothek lizenziert hat. Wenn Sie Open Access E-Books finden möchten, können Sie E-Ressourcen lizenzfrei hier auswählen. Den Zugang zum Medium erhalte ich, indem ich im Reiter Verfügbarkeit auf den Link klicke. Auf dieser Seite erhalte ich Zugang zum Volltext. Im Fall vom Springer Verlag können Sie den Volltext mit einem Klick herunterladen. Andere Plattformen erlauben nur den Download kapitelweise oder nur einen Lesezugriff. Die Nutzungsbedingungen sind auf den jeweiligen Plattformen beschrieben. Nur PH-Mitglieder erhalten Zugriff auf elektronische Ressourcen außerhalb des Campus. Nicht-Hochschulmitglieder, also unsere externen NutzerInnen, können elektronische Ressourcen nur an den Rechnern in der Bibliothek vor Ort herunterladen. Der Zugriff auf elektronische Ressourcen außerhalb des Campus ist mit dem VPN-Zugang möglich. Diesen VPN-Client installieren Sie sich auf Ihrem persönlichen Rechner oder Laptop. Eine weitere Möglichkeit, elektronische Ressourcen zu nutzen, ist ein institutionelles Login namens Schibolett. Das institutionelle Login befindet sich meistens oben rechts auf der Homepage des E-Book-Anbieters. Voraussetzung für die einmalige Anmeldung ist, dass der Browser geöffnet bleibt. Wird der Browser geschlossen, müssen Sie sich erneut anmelden. Sie dürfen uns jederzeit Ihren Medienwunsch mitteilen. Bitte füllen Sie dazu das Formular für den Anschaffungsvorschlag aus. Wir benachrichtigen Sie zeitnah, ob der Kauf möglich ist. Einen direkten Link zum Formular für die Anschaffungsvorschläge finden Sie in der Beschreibung dieses Videos. Es kann passieren, dass Sie einen Volltext nicht öffnen können und das, obwohl Sie die elektronische Ressource im Katalog Plus gefunden haben. Gründe dafür können sein, dass die Verlagsplattform eine kurzfristige Störung hat, dass der Zugangslink geändert wurde, dass der Verlag den Titel nicht freigeschaltet hat oder dass bei der Bearbeitung seitens der Bibliothek ein Fehler gemacht wurde. Im Fall der Open Access Ressourcen ist es möglich, dass der Link zur Ressource nicht mehr gültig ist. Bei diesen Open Access Ressourcen haben wir leider keinen Einfluss auf den Zugriff. Bei lizenzierten E-Books ist das anders. Bitte melden Sie uns Titel, auf die Sie keinen Zugriff haben.
Wir können diese dann beim Verlag reklamieren. Bitte beachten Sie Nutzungsbedingungen für elektronische Ressourcen. Die Volltexte der Artikel dürfen nur zum persönlichen Gebrauch und zu Forschungszwecken ausgedruckt oder gespeichert werden. Der Zugriff auf die Volltexte ist ausschließlich angemeldeten NutzerInnen der Bibliothek gestattet. Außerdem dürfen Sie Artikel weder elektronisch noch in gedruckter Form an Dritte weitergeben. Und natürlich gilt auch für diese Medien das Urheberrecht.